Endlose Nichteinführung. Hallo, ins stille Sitzen. Fangen wir erstmal an. Mit dem Announcements. Also ihr könnt die vorhergehenden auf YouTube und auf Twitch finden. Die vorhergehenden endlosen Nichteinführungen in Stille sitzen. Deswegen auch endlos. Weil jede Sitzung, egal wie lange du das schon machst, immer wieder neu ist. Endlos. Und man ist damit nie fertig. Also jedes Mal neu, niemals fertig. Man geht mit so einer Art freudigen Entdecker-Geist-Variante an die eigene Entwicklung. Endlose Nicht-Einführung, weil du selber in dir das erkennst. Und je länger ihr dabei seid und auch mal links und rechts etwas lest, umso häufiger werdet ihr sowas finden, was darauf dahin deutet. Eigentlich gibt es da keine Gefahr, auf Abwege zu geraten. Sofern ihr das immer wieder an euch überprüft. Also nicht irgendeiner Lehrerin oder einem Lehrer hinterherrennen, weil der weiß alles oder die. Ihr findet das in euch heraus und validiert das. Das einzige Problem, jetzt kommen wir zu den ziemlich grundsätzlichen Geschichten, ist, dass wir im Westen auf diesen Geist geprägt sind. Also dass der das Nonplusultra, das Absolute ist. Aber man findet auch in westlicher Kultur, Literatur und Übermittlung, dass das nicht alles ist. Ne? Kopf, Herz und Hand. Dass eine Gesamtwahrnehmung ist. Das hatten wir letztes Mal. Wieso muss ich über eine grundsätzliche, mein Leben grundsätzlich beeinflussende Entscheidung schlafen? Einmal. Wenn das dieser Geist wäre, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann, bräuchte ich nicht darüber schlafen. Da ist also mehr, ne, an Möglichkeiten der Informationsverarbeitung. Wenn wir bei diesem Informationsverarbeitung gerade sind. Dieses stille Sitzen ist die Kalibrierung. Ne? Dieses quasi Zurückkommen. Deswegen den Körper wahrnehmen, nichts unterdrücken. Kommt am Anfang, kommen tausende von Sachen raus, was mit dem Körper und bla bla und so. Klar, kannst du dann Gymnastik und Sachen machen und langsam, langsam dem Körper was Gutes tun, dass der sich langsam in eine positive Richtung entwickelt. So auch mit dem Geist. Dass man erstmal drauf kommt zu sagen, wow, der springt und quatscht ja eh vor sich hin, das bin ich nicht. Das ist ein Widerhall von dem, was ich bis jetzt erlebt habe. Ja, vielleicht sind da auch manche Wackersteine drin, die bearbeitet werden müssen. Auch das kann dann langsam über die Zeit deiner eigenen Praxis zur Ruhe kommen. Deswegen ist, ich nenne das mal die richtige, eine richtige Meditationspraxis, dieses stille Sitzen, eben keine Ablenkung.
Das führt nicht sofort zu Fun, sondern es schaut sich die Wackersteine an, die Probleme, und geht mit ihnen weise um. Und dann lösen sich die Probleme körperlich und geistig, lebensumfeldmäßig. Also angenehm sitzen. Ihr müsst nicht auf der Erde sitzen. Ihr könnt auf einem Stuhl sitzen. Wichtig ist, dass der Rücken so von selber ausgerichtet ist, dass ihr frei atmen könnt und dass sich das gut anfühlt. Zur Not lehnt ihr euch an. Und mit dem Geist genauso. Lasst ihn langsam zur Ruhe kommen, zur Zufriedenheit, wenn ihr so wollt. Das ist quasi die gesamte Erklärung. Ja? Weil alles, was danach kommt, ist individuell. Also die Hürden, die bei euch auftauchen, sind individuell. Man könnte natürlich diese Hürden, die standardmäßig auftauchen, abarbeiten. Machen wir auch. Nehmen wir heute zum Beispiel mal Müdigkeit, einfach weil ich das jetzt gestern und vorgestern, glaube ich, hatte. Im Rahmen von dem, was bei mir überall steht, Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit, ist das die Aufmerksamkeit, ne? Also Müdigkeit, Benommenheit, kann man physiologisch vollständiger atmen, hilft enorm, ne? Wenn man zu müde ist. Aber auch da versuchen wir nicht irgendwelche Hochleistungen zu erreichen. Wenn ihr merkt, ihr seid einfach zu müde, dann schlaft, geht schlafen. Also alleine darauf zu kommen, dass vielleicht euer Schlafrhythmus nicht ausreicht. Ich weiß, das ist dann schwer, irgendwie sich mehr Schlafzeit aus einem Terminkalender rauszuarbeiten, ist super schwer, aber Schlafen ist enorm wichtig. Danach kommt Essen. Ja, also nicht nur einfach schnell irgendwas einwerfen, sondern ihr müsst nicht vorher beten, aber eine Pause machen, ne, vorm Essen. Kurz zu bremsen, zu sagen, oh, jetzt nehme ich bewusst Nahrung zu mir. Und sich mit Nahrungs, was da drin ist, was mir gut tut und so zu beschäftigen, nicht nur aus dem schmeckt mir, ne? Hat letztes Mal geschmeckt, muss dieses Mal auch schmecken, schnell, schnell, fertig und weiter. Nee, bewusst gesund ernähren. Und gesund heißt nicht schlecht schmeckend, muss nicht. Und schon danach kommt dieses stille Sitzen, dieses Kalibrieren. Machen wir jetzt zusammen. Einfach mal eine kurze Zeit. Weiß gar nicht, wie lang. Also standardmäßig ist immer gut, erst mit dem Körper anzufangen und möglicherweise in der ganzen Zeit, die ihr da euch zur Verfügung stellt zum Umsitzen, ist das schon alles. Also die Körper wahrzunehmen, einmal durch den ganzen Körper, von den Zehen, Fußsohlen, Unterschenkeln, Knie, Oberschenkel, ganzer Hüftbereich, Bauch und unterer Rücken. Ruhig mal richtig durchatmen, Zwerchfell, mittlerer Rücken, Brustkasten, oberer Rücken.
Die Finger, die Handflächen, die ganzen Hände, Handgelenke, Unterarme, Ellenbogen, Oberarme, Schultern und der gesamte Schulter-Nackenbereich, der Hals. Sanft von hinten zum oberen Schädelpunkt mit der Aufmerksamkeit wandern, zur Stirn, zu Schläfen, Augenbrauen und das Entspannen der Muskeln um die Augen. Ihr merkt, wenn ihr entspannt seid, da, wenn so leichte Lachfältchen entstehen, die Richtung ist übrigens interessant. Wenn Körper und Geist von selber zur Ruhe kommen, entsteht dieses innere Lächeln. Das ist sehr subtil, ist kein lauthalses Lachen. Gibt es auch, aber das kommt dann später im stillen Sitzen. Im stillen Sitzen mit Selbsterkenntnis, das ist wichtig. Wir waren jetzt schon beim Geist, also wenn der Geist auch von selber zur Ruhe gekommen ist, dann entsteht dieses innere Lächeln. Aber wenn ihr merkt, ihr seid müde, träge, was mit der Aufmerksamkeit, freundlich vielleicht, hoffentlich, gelassen auch, aber zu viel gelassen, keine Aufmerksamkeit mehr, dann versucht es mit dem vollständigen Atmen und den Körper in eine Position wieder zu bringen, spielerisch, in der ihr frei atmen könnt und vollständig. Und wenn ein bisschen Aufmerksamkeit dazu kommt, könnt ihr feststellen, ob das so ein Vermeiden ist. Also man ist manchmal, möchte man von der Welt nichts mehr wissen und hat deswegen so eine Art Müdigkeit, Benommenheit. Und das bei sich sehr festzustellen, ist enorm wichtig. Weil es gibt es, diese Unterscheidung. Im stillen Sitzen ist es gut, das festzustellen. Manchmal ist aber auch Weltvermeidung gut, darüber zu schlafen. Wir hatten das am Anfang. Manchmal hilft auch das. Also diese Grundimpulse sind nicht schlecht. Bloß im stillen Sitzen kann man sowas bei sich feststellen und langsam weise Wege einschlagen. Wir sitzen jetzt einfach noch 2 Minuten in Stille und wenn ihr dann, oder drei, wenn ihr dann etwas feststellt, was ihr in den Chat schreiben möchtet oder einfach grüßen wollt, tut das.
30 Sekunden. Und das reicht zum Anfang. Ja. Es ist, stellt auch fest, welche Zeit für euch angenehm ist. Ja. Selbst der Umgang, das Verhältnis, euer eigenes Verhältnis zu eurer eigenen zu eurer eigenen Praxis. Das ist ein sehr starker Motor, um selber weiter zu lernen an sich. Ja. Es gibt auch eine Sutta vom Buddha, die nicht so häufig erwähnt wird. Ich habe die sogar auf meinem Kanal da mal vorgelesen, in Englisch und in Deutsch, mit Bhadhyā, die eben darauf hindeutet, dass man nicht irgendwem folgen soll. Auch nicht irgendwelchen Schriften, sondern ihr folgt sowieso euch selber. Aber das Wichtige ist, sich selber in so eine Richtung Weisheit zu entwickeln. Und dabei hilft das stille Sitzen. Man kann es auch theoretisch überfrachten oder mit zu viel Gequatsche. Das ist das Problem. Auch bei so einer Einführung. Das macht eben mehr Sinn, wenn ihr jetzt ein kleines Thema habt, woran ihr hängt, und da eine Frage zu stellen, als dass ich allgemein irgendwas sage. Ich denke, ihr kriegt ungefähr die Richtung. Wir haben auch noch nächste Woche. Es war schon vorher ein wenig Information. Also es hört nie auf. Und wenn man so ein bisschen in die Richtung schnüffelt, merkt man, dass eben diese Freude, die da entsteht, am selber Lernen über sich durchaus eine sinnvolle Sache für jemanden sein kann, wenn es im eigenen Leben jetzt passt. Danke. Genug für diese Einführung. Ihr könnt nachträglich auch logischerweise unter dem Video etwas schreiben. Es liegt an euch. Probiert es aus, aber probiert es mehrfach aus. Auch das hier ist eher wie das Erlernen von einem Musikinstrument. Es ist nicht punktuell mache ich was und es gibt mir sofort Spaß. Wie eingangs gesagt, eher das Gegenteil. Ja, am Anfang merke ich, da sind lauter Baustellen. Und langsam, langsam, langsam. Bis zum nächsten Mal. Okay.